Jo, liebe Leute, herzlich willkommen an diesem Freitag mit dem nächsten Grand Prix aus Spanien. Was ein Drecksrennen in Baku, wenn ich ehrlich bin. Also von mir persönlich, muss ich sagen. Es lief nicht. Es war einfach alles komplett, ja, lief einfach wirklich gar nicht. Es war einfach ein Wochenende. Sonntag zum Vergessen, nach dem Qualifying war ich ein guter Ding, vielleicht was mitzunehmen. Wir waren zwischenzeitlich mal wieder dran. Und dann auf einmal streckt das komplette Getriebe, damit war das Rennen eigentlich gegessen. Dann waren wir wieder dran und auf einmal in der letzten Runde geht uns das Getriebe erneut kaputt. Jetzt habe ich den vorgegriffen, ihr habt es ja wahrscheinlich noch mitbekommen in der letzten Folge, dass ich das Getriebe und alle Komponenten einmal kurz ausgetauscht habe. Wir kriegen eine Strafe für das Getriebe, das ist klar, aber ja. Was bleibt jetzt anders übrig? Ich habe schon mehr erreicht, als ich wollte. So, Wirkung abgeschlossen, die Frontantrieb, gut, die allgemeine Wartung aber abgeschlossen. Wir gucken mal, die Wettervorhersage, Qualifying trocken, Rennen trocken, wunderbar. Das ist zumindest mal eine Information. Die Abschlussbelohnung, okay. Wettem Rennen 16 oder besser, wir haben zwei Rennwochenenden Zeit, um Platz 16 zu holen. Gut, gehen wir rein, also ins erste freie Training. Ich hoffe, ich habe ein Spanien-Setup. Zeit für das Training hier auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya beim Grand Prix von Spanien. Bald werden sich die Teams auf die Strecke begeben und uns mit Sicherheit ein sehr interessantes Training bescheren. Stefan Römer sitzt neben mir und wird uns durch das heutige freie Training begleiten. Vielen Dank, dass du hier bist und sag mal, worauf sollten wir heute unsere Aufmerksamkeit richten? Ich denke, wir sollten uns heute das gesamte Feld ansehen und darauf achten, wie weit die Autos mit einem einzigen Satz Reifen kommen können. Während alle verschiedene Einstellungen und Treibstoffmengen ausprobieren werden, kann man definitiv Trends für jede Reifenmischung erkennen, wenn man aufmerksam ist. Dadurch können wir uns ungefähr ausrechnen, wie lange die Fahrer später am Renntag draußen bleiben können. So, es kann nur besser werden. Es kann nur noch besser werden. So. It's tempting to focus entirely on the race, but we should put a bit of time aside to run the qualifying sim program. Try to run it before the end of FP3 if you can. Ja, ich komme sofort, ich bin sofort da. Track is quiet right now. Let's get out on track while it's clear. So. Das kann nur alles besser werden als letzte Woche. Spanien habe ich noch, okay. Brauche ich das nicht. Jetzt gucken wir mal, ob das Wetter noch rein schnell. Okay, alles trocken, wunderbar. Es kann nur besser werden. Das komplette Rennwochenende kann nur besser werden. Zumindest als das letzte. Wir wollen natürlich wieder. Oh, ich muss wieder die Schaltung einstellen. Das habe ich ja angekündigt. Na, ich will doch keine scheiß Rückblende. Macht der Gewohnheit. Oh Gott, Präferenzen, Fahrhilfen, Getriebe, mit Schaltung, mit Getriebewählung, ja bitte.
Wir kriegen eh eine Strafe. Ich weiß jetzt halt nicht, wie hoch die sein wird. Ich glaube, 10 Plätze wird es wahrscheinlich werden. Hier mit dem entsprechenden stehen wir weit, weit hinten. Wir wollen hier mal Spanisch schon nichts holen. Nächste Woche ist Monaco dran. Das könnte eh nicht die Scheiße werden, wie in Baku letzte Woche. Aber naja, schauen wir mal. Wir müssen natürlich jetzt hoffen, dass wir hier mit dem... ...ein besseres Ergebnis fahren als letzte Woche. Hülkenberg bügelt zwar seine eigene Zeit, aber... ...die Top-Teams sind auch noch nicht gefahren. Marc, durfst du mit deinem nächsten schnellsten Rennen runden? 2 Sekunden dahinter. Bottas, na, mit der nächsten Megazeit. Ah, Katastrophe, was eine Katastrophe. So, dann gehen wir mal auf die Medium. Ja, bzw. auf das fette Gemisch. Eine neue Bessere, gute Feld Mediums, abgesehen davon. Das könnte ein sehr schwieriges Wochenende werden. Your drag reduction system, or DRS, allows you to gain speed on certain straights. We call these areas the DRS zone. You can use your DRS in these areas at will during practice and qualifying. But in the race,
DRS is only available if you're within 1 second of the car in front. The bar at the bottom of your MFD will fill up as you approach the DRS zone, and once it starts flashing, press the DRS button to activate. Boah, dieses Inhalte werden runtergeladen, das stört mich gerade so ein bisschen. Na gut, das soll das erste freie Training gewesen sein. Weltklasse. Es könnte ein sehr gutes Wochenende werden. Und hat auch nur 13, ja, 15. Also wir waren weit, weit. Wir hatten hart zu kämpfen haben. Leclerc wird auf jeden Fall nach vorne gehen. Ah, wir fahren nochmal. Wir fahren die harte Mischung. Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Vettel, Verstappen und Kevin Magnus. Das war's, das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Ja. So, wieder ein paar neue Ressourcenpunkte. Und dann geht's weiter mit Training 2. Komm, ich bin froh, wenn ich nicht die Aufnahmen hier durch bin. Das ist heute sehr viel. Das weiß ich. Das wird jetzt auch die nächsten Tage nicht anders. Morgen wird es nämlich genauso werden. So, fahren auf Medium. Dann gehen wir mal raus. Also jetzt haben wir schon ein bisschen... So, runter in den vierten Gang. So, einmal runterschalten. Mal ganz kurz ein bisschen runterschütten. Jetzt hat die Zeit sogar violett, aber das ist klar. Wenn noch kein anderer gefahren ist, nämlich jetzt Charles Leclerc mit der 26. Die werden ihm sogar abnehmen als 25-2. Mit dem Williams vor dem Ferrari. Ich hoffe, dass das Rennen ein bisschen besser wird, beziehungsweise dieses Wochenende ein bisschen besser wird als das letzte Jahr, was wir in Baku hatten.
Das war mir klar. Du rutschst schön über die ganze Strecke. Bloß Hauptsache, du musst einen Flügelschaden haben. Ricciardo uns mit der Bestzeit zwischen jetzt gerade noch, ne? Aber auf Soft. Zurück in die Garage, komm. Sind Fünfter, Sechster, also das ist schon mal ein bisschen annehmbarer. Siebter, oh, hinter unserem Teamkollegen trotzdem. Noch nur knapp, aber sehr gut, der wird auf Soft, abgesehen davon. Das wird ein verdammt schweres Wochenende. Der Auftrag ist ziemlich schlechter tatsächlich als in Baku. Gucken, was nachher die Soft sagen. Leclerc, Hamilton, hinter uns. Auf 18 und 19, allerdings mit der harten Mischung. Hamilton letzter. Leclerc 18. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die drei Bestplatzierten. Verstappen, Vettel und Sergio Perez. Leider müssen wir uns schon verabschieden. Das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Wenn wir mal bedenken, wir sind 17. und schlagen aber trotzdem den Ferrari und den Mercedes. Ja, und zwar fast eine Sekunde, wenn Hamilton, Weber über eine halbe Sekunde, Vettel, Leclerc fast eine halbe Sekunde. Also wir müssen uns auf jeden Fall nochmal einen ordentlichen Schub steigern. Es mag aber auch an der Menge der Aufnahmen momentan liegen, die ich jetzt gerade schon mache. So. Gut, der nächste Teil heißt Training Nummer 3. Boah, was für ein Kacke. Ja, das Rennen, das hat weh. Das tat richtig weh. So. Bitte mal. Session-Info. Fünfter Platz. Okay, fünf Plätze. Das ist, geht noch. Das kann man sogar noch annehmen. Oder wie das... Ja, naja, schauen wir mal. Ja, durch das Getriebe, durch den Getriebewechsel.
Mal gucken. Boah, dieses Inhalt hier runtergeladen, das irritiert so total, ne? Wie gesagt, nächste Rennen Monaco, nächste Woche. So, mal gucken, was das jetzt für eine Runde wird hier. Perez mit der schnellsten Rennrunde. Ganz knapp dran an Sergio Perez. Was schon mal ein besserer Aufschwung war als das letzte Rennen. Als eben. So rum ist es richtig. Ja, ich halte uns wieder selber. Nur so nebenbei. So, ein bisschen runter in den zweiten Gang. Sogar violett, gerade der zweite Sektor. Ja, wir sind zumindest mal vorne. Okay. Ich meine, wir werden nicht ewig vorne oben bleiben, das ist klar. Aber wir haben zumindest ein besseres Ergebnis als die letzten Rennen. Oh, warte mal ab, jetzt die... Bis alle die gleichen Reifenmischung fahren. Haben wir jetzt nämlich nur 1,3 Sekunden hinter der Spitze. Aber wir sind wieder dabei oben. Auf einmal mit den Software auch wieder abwarten. Das ist Magnussen. Ja gut, wenn wir mit der Magnussen fast kaputt auf Verstappen stehen, ist okay. Acht. Es wird Zeit, noch einmal einen Hamilton, Vettel und Charles Leclerc. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Ja, wir werden unsere erste Strafe auf jeden Fall schon kriegen. Ich hätte das Getriebe noch ein Rennen drin bleiben müssen, also das Rennen noch drin bleiben müssen. Und das nächste in Monaco auch, aber das habt ihr ja gesehen in Baku, das hat aber mal gar nicht mehr funktioniert. Deswegen haben wir es rausgeschmissen. Wir mussten. Es wird auch noch weitere Strafen geben im Laufe der Saison, das ist definitiv klar. Ah ja. Die Vorhersage bleibt trocken, das ändert sich auch nicht. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play F1 2019 mit dem Qualifikationstraining zum Großmeister von Barcelona. Bis dahin und tschüss.